herzlich willkommen. Wir nehmen heute ein Künstlergespräch auf im Rahmen der Ausstellung Mycelia. Es geht um Themen wie der künstlerischen Vernetzung. Es geht um Fragestellungen zu Erfolg als Künstlerin. Es geht um Solidarität und es geht um ganz viele Fragen, die sich darum herumdrehen. Und wir sind während der Aufstellung vor den Herausforderungen gestellt worden, wie man eine Ausstellung in Zeiten von Corona löst, und haben uns entschieden, das Format im Augenblick anzupassen und werden daher eine ganze Reihe an Künstlergesprächen launchen, online stellen, und freuen uns daher sehr, dass wir heute den Start einmal machen können mit der Künstlerin Patricia Linke, die wunderbarerweise heute zur Verfügung steht. Man sieht, wir sind beide quasi aus dem Homeoffice. Bei mir sieht man es im Hintergrund noch ein bisschen stärker. Patricia hat sich wunderbarerweise mit einem künstlerischen Werk quasi im Hintergrund gezeigt. Und wir möchten noch gerne einmal beginnen mit der Erörterung: Wie sieht denn deine Arbeit für die Ausstellung Mycelia aus? Und wie ordnet sich deine Arbeit in diese Kategorien von künstlerischem Erfolg, Ökosystem, Netzwerk und Gut, also meine Arbeiten ganz generell beschäftigen sich mit dem Thema von Grenzen oder eben auch Auflösung von Grenzen. Dann auch mehr mit Silikon aus der Heißklebepistole, schaffe gewebeartige Strukturen. Und meine Arbeit zu Mycelia, die fokussiert mehr inhaltlich mehr auf die Auflösung von Grenzen, das Netzwerken eben, dass es nicht fixiert ist, aber das Gewobene und die Verschränkung von Fäden, eben in meinem Fall jetzt dann eben mit Silikonfäden, die sind weiter erhalten, also optisch ist es da. Und der Erfolg ist indirekt auch im Titel meiner Arbeit enthalten. Der Titel, also die Arbeiten tragen den Titel L für Laura Feldberger, meine lettischen Partnerin, also L, Looking for Mushrooms, beziehungsweise P, Looking for Mushrooms. Und die Pilze, die sind ja die Fruchtkörper der Mycelien, und die kommen zutage ans Licht, wie eben auch der Erfolg nach einem erfolgreichen Netzwerken eintreten kann. Also da habe ich das aufgefangen und bin also in Erwartung des Erfolges sozusagen mit der Arbeit oder mit diesen beiden Arbeiten. Das trägt es ja schon drin. Man muss den Zuhörern vielleicht ein bisschen den Kontext erläutern, denn Mycelia, das ist der Ausstellungstitel und bezieht sich auf die feinen Sporen, die Pilzwachstum vorantreiben. Das sind ganze Netzwerke, die oft unterirdisch im gesamten Waldboden zu finden sind, bevor sie sich dann wirklich auch an die Luft, an die Oberfläche wagen, gibt es tatsächlich erstmal unterirdische Vernetzungssysteme. Und dieses Denksystem, dieses Denkmuster haben wir zum Grundbaustein unserer Ausstellung gemacht, denn künstlerischer Erfolg funktioniert ja ganz häufig eben auch im Untergrund, in Netzwerkstrukturen, bis dann der Einzelne tatsächlich einen sichtbaren Punkt ergibt. Du hattest gerade schon gesagt, als Sinn der Ausstellung und als Thema der Ausstellung haben wir kleine Mini-Kollektive innerhalb der 10 Künstlerinnen, die bei dieser Ausstellung teilnehmen, koordiniert, und du hast mit der Laura zusammengearbeitet. Welche Dinge hast du denn durch diese Arbeit in diesem Mini-Kollektiv gelernt, beziehungsweise welche Herausforderungen habt ihr gemeinsam gemeistert? Also natürlich ist es eine Herausforderung, mit jemandem zu arbeiten, den man nicht gegenüber sitzt oder kennt, so wie wir beide jetzt eben ein Gespräch führen können und man interagieren kann sehr viel schneller. Also die große Unbekannte war sozusagen, also unbekannte Person, und dann natürlich auch die eigene Arbeitsweise dabei nicht aufzugeben, also noch sich selbst treu zu sein und sich trotzdem aufeinander zuzubewegen. Das ist natürlich schon eine Herausforderung, und danach aus etwas Gemeinsames entstehen zu lassen. Dann natürlich auch die Frage, wer fängt an? Also es war erstmal so ein bisschen verhaltene Stille. Wer macht den ersten Schritt? Dann, womit fängt man an? Und dann, wie spinnt man eine gemeinsame Idee? Und wir haben uns über E-Mail aneinander herangetastet. Man hat erstmal ein bisschen privat geplaudert sozusagen. Wie ist so das private Umfeld? Wo wohnt man? Wie ist man eingebunden in eine Familie oder auch nicht in eine Familie?
wohnt man in der Stadt oder außerhalb, damit man ein Gefühl füreinander entwickelt. Aber schlussendlich ist jeder auf seine eigene Intuition dann angewiesen, was man damit macht. Und ich habe festgestellt, also mir war es ein Bedürfnis, die Laura zu sehen. Und ich habe im Netz nichts von ihr gefunden, nur ihre Arbeiten. Und diese Bilder von ihr sind auch immer, also ihr, oder ihre Arbeiten mit Menschen, aber sie zeigt auch nicht deren Gesichter. Also die Menschen, die Figuren sind so klein, wenn sie mit Menschen arbeitet, dass man die Gesichter nicht erkennen kann oder sie sind einem auch nicht zugewandt. Und ich arbeite auch meistens mit Abwesenheit von Antlitz. Also entweder ist es für mich stellvertretend eine Perücke, die dann den Kopf darstellt, oder ich habe immer auch irgendwie Tücher da davor. Eigentlich müsste es ja so sein, dass es dann egal wäre, wie der andere aussieht. Aber gerade bei ihr war es mir nicht egal. Und darum habe ich sie gebeten, dass sie mir ein Selfie von sich schickt. Und das hat sie dann auch gemacht. Und ich habe das digital bearbeitet. Das war natürlich auch eine sehr schlechte Qualität. Ich habe es digital bearbeitet. Ich habe es dann vergrößern lassen und dann wiederum wieder verschwinden lassen, im Grunde unter einer Schicht von Silikonfäden, die eben die Myzelien darstellen. Und das Gleiche als Pendant habe ich das dann auch mit mir gemacht, habe ein Selfie, mein erstes Selfie in meinem Leben. Ich bin sonst kein Freund von Selfies. aber ich habe dann eben auch ein Selfie von mir gemacht und auch in derselben Art und Weise bearbeitet, sodass wir jetzt zwei Porträts von uns haben, die da sind, aber dann doch nicht da sind. Also ich habe beide wieder unter einem Netzwerk an Myzelien sozusagen verwoben, was dann wieder dieses Stoffliche hat. Und auch an den Rändern läuft es so aus wie Gaseränder. Und man kann sich auch nur sehen, oder ich kann nur dieses Gesicht, das ist begrenzt wirklich nur auf die auf diese Stilisierungsmerkmale, eben Mund, Nase und die zwei Augen. Ansonsten sehe ich keine Gesichtsform oder keine Haare. Also ich bin sehr nah dran. Man kann sich trotzdem nur sehen, wenn man genau gegenüber steht diesem Bild. Und wenn man etwas seitlicher geht, dann verhindert dieser Kunststoffglanz von dem Silikon, verhindert eigentlich, dann wird es so nebulös. Also man verschwindet dann wieder. Und das fand ich jetzt eigentlich eine ganz gute Metapher, weil ich finde, in den Netzwerken, wenn man nicht ständig postet, dann verblasst man auch. Also im Ranking, man rutscht irgendwann runter, wenn man nicht ständig postet. Und auch selbst da, wenn es digital bleibt, ist es nicht das Gleiche, als wenn man sich im wahren Leben begegnet. Und obwohl jetzt also diese digitale Ausstellung perfekt passt eigentlich, also eine konsequente Form des Zuendebringens ist, der Zusammenarbeit, ist es trotzdem schade, dass wir uns jetzt nicht begegnet sind, Laura und ich. Tatsächlich, das wäre eine andere Dimension gewesen. Und jetzt sind wir in der digitalen Dimension geblieben und nicht in die Realität gerutscht. Ja. Ich finde, eure Arbeiten zeigen auch nochmal einen ganz interessanten Einblick in Erfolg und über den Begriff des Erfolges hinweg, denn Erfolg besteht ja aus unterschiedlichen Stufen und unterschiedlichen Kategorien. Wir haben einmal das Image, wir haben eine Projektion des Selbst quasi in den Raum, denn Erfolg oder das, wofür man erfolgreich ist, ist ja meistens ein gewisser Teil der Persönlichkeit, ein ganz kleiner Teil eigentlich des Selbst, und alles andere tritt in den Hintergrund. Und dieses Image wird ja auch gerne im öffentlichen Diskurs propagiert, also Menschen, die nur für gewisse Dinge erfolgreich sind, Celebrities, sind meist sehr einseitig dargestellte Persönlichkeiten und zeigen eigentlich so eine ganz eigenwillige Facette von dem, was künstlerischer Erfolg oder was überhaupt Erfolg darstellt, wenn man sich schon immer wieder fragt, wenn man nur für ein gewisses Teilgebiet erfolgreich ist, was sagt das denn wirklich über den Menschen aus? Und ich finde es ganz spannend, dass ihr in diesen Bereichen arbeitet, was so Netzwerk Gedanken darstellt, aber auch die Gedanken zu Persönlichkeit und Erfolg, weil doch zwei unterschiedliche Sachen sind, doch so miteinander verwoben sind und Erfolg nicht gleich bedeutet, dass man den Menschen kennt, was ja irgendwie eine der Dinge ist, die man sich immer wieder in Erinnerung rufen muss, wenn man Prominente im öffentlichen Leben auch wiedererkennt, beziehungsweise wenn man verwechselt, dass eine Person für eine Begabung, sei es als Künstler
oder als Schriftsteller oder als irgendein anderer beruflicher Bereich ganz anders in der Privatperson sein kann. Und ich finde das diese Gedanken, die ihr da aufmacht, wirklich sehr interessant und sehr passend. Was sind denn deine Gedanken zu künstlerischem Erfolg? Also künstlerischer Erfolg für mich ist auf jeden Fall, dass ich aus meinem Künstlerkollegenkreis eine Zustimmung erhalte oder mich, da fühle ich mich aufgehoben und das ist ein schönes Miteinander. Erfolg ist für mich auch, wenn ich eine Arbeit zu Ende bringe, weil ich dann schon gleich wieder nach dem nächsten giere oder weiß, okay, jetzt habe ich wieder Platz geschaffen, gedanklich für die nächste Aufgabe. Aber natürlich ist der finanzielle Aspekt, das ist immer so ein bisschen etwas, was so mehr lastet. Ja, also Finanzierung eines Ateliers, das zu halten. Also wir sind jetzt schon zu dritt im Atelier, weil die Fläche sonst einfach nicht mehr bezahlbar ist. Dadurch ja, muss man sich auch ein bisschen eingrenzen, einschränken. Ich merke, dass die Arbeiten nicht mehr so raumgreifend sind, wie sie vor 2-3 Jahren noch waren. Da habe ich größer gearbeitet als jetzt. Jetzt ist man dann auch automatisch, ja, denkt man kleiner. Der Erfolg ist für mich schlussendlich, dass ich das machen kann. Dass ich trotz allem in der Lage bin, ein Atelier zu haben. Und das Machen ist für mich der Erfolg. Weil vielleicht darf ich da auch ganz, ganz privat kurz einen Einblick geben. Du hast auch noch einen weiteren Beruf, mit dem du dir Dinge finanzieren kannst. Dass man das vielleicht auch einmal in den Kontext setzen kann, weil ich, also ich teile die Auffassung, finde es auch sehr gesund, zu sagen, dass man bestimmte Dinge nicht nur über die Kunden finanzieren muss. Aber ich glaube, so im Sinne der Solidarität und der Transparenz, die wir mit dieser Ausstellung auch aufmachen müssen, gehören natürlich ganz viele Faktoren dazu, wie man Stabilität im Leben definiert und es ist ganz spannend, diese Einblicke zu Erfolg und auch, wie wir in der heutigen Zeit Erfolg neu definieren müssen, aufzumachen, gerade in Zeiten von Corona, in denen finanzielle Stabilität für die meisten hart getroffen ist und ihre Verhältnisse noch viel sichtbarer werden. Es ist nicht eine sehr wichtige Sache, dass man ganz und darüber spricht, was man unter Erfolg versteht und dass es auch sehr legitim ist, in der heutigen Zeit Erfolg immer wieder neu zu definieren, weil ich glaube ganz fest, aber das ist meine private Meinung, dass sich Erfolg immer wieder neu definiert und dass es auch von Lebensabschnitten durchaus abhängig sein wird. Also wenn man jünger ist, kinderlos ist, wenn man Kinder hat wiederum, wenn man Menschen zu pflegen hat, wenn man anderen Situation arbeitet, wird sich die Idee, wie man Erfolg definiert, verändern. Ich glaube, eine der Dinge, die mir wichtig mit dieser Ausstellung war, ist tatsächlich zu sagen, dass Erfolg, diese starre Definition, dass Erfolg immer nur Geld und Macht bedeutet, dass das aufgebrochen ist, weil es ganz viele Definitionen gibt, an dem, wie Erfolg gemessen werden kann, es vielleicht auch gesünder ist, dass wir Erfolg tatsächlich eher mit Solidarität und mit Netzwerk und mit weicheren Faktoren versehen. Da finde ich das sehr spannend, wie ihr als Künstler in der Ausstellung über diese Fragestellungen nachgedacht habt. Wenn ich diese Stichwörter Solidarität und Netzwerk einwerfe, was bedeutet denn für dich, was bedeuten diese Begriffe für dich und welche Strukturen helfen dir ganz persönlich? Naja, also ohne Netzwerk geht nie etwas. Also es fängt ja schon an in einer Familie, eine Verwandtschaft ist ein Netzwerk im weitesten Sinne, was einem einen Halt gibt oder auch einen weiterbringt. Jetzt, ich bin ja, wie du ja schon anklingen liest, ich komme ja eben also von einer anderen Branche, in der ich auch zum Teil noch arbeite. Aber die habe ich verlassen, eben mit der Geburt meines ersten Kindes damals, weil ich dann den Blick auf die deutsche Gesellschaft ganz anders wahrgenommen habe und auf die Menschen, die ich vorher nur als Target Group, als Zielgruppe gesehen habe. Aber dadurch habe ich auch eben nicht das Netzwerk von zum Beispiel Akademieabgängern dann gehabt, als ich sozusagen die Branche gewechselt habe. Aus dem Bedürfnis heraus, eben mich künstlerisch auszudrücken, das, was ich da neu entdeckt habe damals für mich.
Und dann habe ich mich bei der Plattform München um ein Atelier beworben. Und das war schon ein sehr wichtiger Schritt. Und das war also der erste entscheidende Schritt, um ein Netzwerk aufzubauen. Und obwohl man in diesen langen Gängen, die so ein bisschen wie Kaninchenställe links und rechts ihre Zimmer haben, also es ist nicht so diese atmosphärische Sache, die man sonst mit Ateliers verknüpft. Trotzdem, man begegnet sich, spürt einander. Und das finde ich sehr, sehr schön und sehr wichtig. Und das Zweite, was für mich eben außer diesem Austausch und diese Wahrnehmung untereinander dort in der Plattform, das ist die GEDOC in München. Zu der GEDOC kam ich über eine Künstlerin, die damals an der Plattform war. Die hat mich dahin empfohlen und ja, und die GEDOC hat mich aufgenommen und ich bin dort auch aktiv. Also bin da seit vielen Jahren in der Jury und es macht mir auch Spaß, da mit anderen zu arbeiten. Und diese rein weibliche Netzwerkidee finde ich eben besonders spannend. Das ist ein ganz anderes Miteinander, das stelle ich immer wieder fest. Und das war ja auch die Idee von uns fünf GEDOC-Künstlerinnen mit Mycelia, dass wir diese rein weibliche Netzwerkidee in die Welt tragen und damit auch einen Strukturwandel in der Kunstbranche vielleicht ermöglichen. Und eben zuerst in Berlin angesetzt hatten vor 2 Jahren mit Berliner GEDOC-Künstlerinnen und das dann eben um die lettischen zu erweitern und vielleicht eben in Lettland sowas wie eine lettische GEDOC anzustoßen. Mal sehen, was jetzt unsere lettischen Frauen daraus machen aus dieser Zusammenarbeit. Das Mycel spinnt sich so langsam weiter. Und wenn wir über Eigenschaften sprechen, du hast ja diese Mini-Kooperation für Mycelia in dem Fall mit der Laura absolviert. Wir haben mit Mycelia und 10 Künstlerinnen eine etwas größere Kooperation und natürlich ist das Ganze Teil eines kunterbunten Treibens innerhalb der Kunstwelt. Welche Eigenschaften braucht man für eine erfolgreiche Kooperation? Also natürlich Neugier, finde ich, für den anderen oder Neugier, ja, Offenheit, dann auch Toleranz, weil es vielleicht nicht ganz so läuft, wie man sich das selber denkt. Es hat also, ja, habe ich auch bei den anderen gehört, es hat immer eben sehr lange Pausen gehabt, bis man dann wieder in Wallung kam und dann der Prozess sich so weiter oder der Dialog begonnen hat. Und dranbleiben, also eine gewisse Ausdauer oder eine Hartnäckigkeit, um eine Sache dann auch wirklich am Laufen zu halten und jetzt nicht unbedingt zu Ende zu bringen, aber dranbleiben. Das sind, glaube ich, die richtigen Eigenschaften, um jedes Projekt voranzutreiben. Liebe Patricia, ich darf mich ganz herzlich an der Stelle für dieses Gespräch mit dir bedanken und darf Sie, liebe Zuschauer, einladen, dass Sie sich noch, falls Sie es nicht schon getan haben, den Ausstellungsrundgang anschauen, in dem die Arbeiten von Patrizia noch einmal zu sehen sind im Kontext auch mit den anderen Arbeiten. Wir freuen uns in jedem Fall von Ihnen zu hören, ob das online passiert oder per E-Mail. Wir werden die Kontaktdaten irgendwo unten am Video vermerken und bedanken uns ganz herzlich. Bis auf bald.